Hallo Sie, aufstehen. Sie müssen jetzt raus hier, Sie können hier nicht bleiben. Hallo. Das ist ein öffentlicher Aufenthaltsraum. Ich fahre mit dem ersten Zug. Da liegt eine Tote. Ich hole die Polizei. Lissy. Mach doch nicht sowas. Lissy. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass Sie hier nicht rein sollen. Schau mal hier am Hals, blaue Flecken. Die Frau ist erwürgt worden. Hol die Kripo. Und wer sind Sie? Zeigen Sie mal Ihren Ausweis. Na los, machen Sie schon. Sie sehen doch, ich suche ihn ja. Wollen Sie nicht lieber wissen, wer das ist? Das ist Lissy. Die Frau? Lissy, irgendwie. Ich habe ihren Namen vergessen. Eben Lissy. Die Frau ist wahrscheinlich erwürgt worden. Die Hämatome am Hals sind nicht zu übersehen. Aber ob das tatsächlich die Todesursache war, wird sich bei der Obduktion herausstellen. Dann. Ich glaube aber schon. Ja. Ja, kannst du es vielleicht machen? Ich bin gleich weg. Sie haben der Bahnpolizei gesagt, Sie kennen die Tote. Ja. Ja, weil wir sind uns immer über den Weg gelaufen. Immer wieder. Und hier haben wir oft die Nacht verbracht. Wovon leben Sie? Sozialhilfe. Lissy hat etwas Geld in letzter Zeit. Schauen Sie. Da ist es. Ich habe sie aus der Tasche genommen. Sie war ja tot und ich wusste, dass sie Geld hat. Sie hat es von einer Frau. Von welcher Frau? Von einer, mit der sie sehr oft zusammen war. Schauspielerin. Schauspielerin? Filmschauspielerin. Ah, Filmschauspielerin. Können Sie mir den Namen sagen? Lotte. Lotte, irgendwie. Ganz bekannt. Wieso soll ich ihren Namen wissen? Glauben Sie, ich gehe ins Kino? Ist sie das? Nein, die gefällt mir bloß. Aha. Stefan, ich habe einen Almanach aufgetrieben mit Fotos von Schauspielern. Ja, da sind sie alle drin, was? Ja, das weiß ich nicht, aber vielleicht haben wir Glück. Ja. Informationen über die Tote. Elisabeth Stein, geboren am 8. Februar 1951, geschieden, ohne festen Wohnsitz, ein Kind, Aufenthaltsort unbekannt. Letzter bekannter Wohnsitz Stuttgart 1972, zweimaliger Aufenthalt in Sanatorien wegen Alkoholentzug. Das ist nicht viel. Also mir wird es reichen, ja? Wir haben die Schauspielerin. Was ist sie? Lotte Wegener, die bekannte Schauspielerin. Ja, die schöne Frau in vielen Filmen. Mhm. So, in dieser Aufmachung? So gerade nicht. Schon gewöhnlicher. Es wäre da draußen sehr kalt. Lotte Wegener. Du. Wann kam sie denn immer? Vormittags, nachmittags? Das war ganz verschieden. Manchmal war sie auch nachts mit Lissy zusammen. Nachts? Was wollte sie denn von Lissy? Sich mit ihr unterhalten, nur so, über ihr Leben. Und die Wegener hat der Lissy Geld gegeben, nicht? Ja, heimlich. Sie hat gedacht, das sieht niemand. Aber ich hab's gesehen. Vielleicht soll sie in einem ihrer nächsten Filme eine Pennerin spielen, ne? So eine wie die Lissy. Die Lotte. Kann das sein? Ne? Kann das sein? Sicher, ich meine,
Man hört ja immer von der Verwandlungsfähigkeit der Schauspieler, aber andererseits die Lotte Wegener, die kommt ja durch keine Tür, wenn sie ihr nicht aufgehalten wird, ne? Herr Wessel, Sie waren doch in der Nähe des Tatortes, als man die Leiche gefunden hat, nicht wahr? Allein? Ja, Herr Kommissar. Ich wollte rein. Rein in den Wartesaal. Nicht raus. Aber der von der Bahn wollte mich nicht reinlassen. Kann aber auch sein, dass Sie kurz vorher erst rausgegangen sind. Bin ich aber nicht. Mir war kalt, ich wollte mich aufwärmen. Na gut, also Herr Berger nebenan, der wird Ihre Aussagen zu Protokoll nehmen. Das werden wir dann nachprüfen, nicht? Kommen Sie. Nebenan ist es auch schon warm. Nehmen Sie mal mit. Sie sind von der Polizei? Ja, ja, Kriminalpolizei. Mein Name ist Derek. Ich hoffe, es kränkt Sie nicht, aber wir empfangen viele Leute nur. Ein Polizist war noch nie dabei. Ja, glaube ich. Man erschrickt fast ein wenig. Unnötigerweise. Ich habe nur ein paar Fragen an Ihre Frau. Ja, da ist sie. Lotte? Der Herr von der Polizei. Guten Tag, Frau Wegener. Guten Tag. Es ist mir wirklich eine große Freude, Sie endlich mal persönlich kennenzulernen. Danke. Alle Kommissare, denen ich bisher begegnet bin, wurden von sehr lieben Kollegen von mir gespielt. Und die Antwort auf Ihre Fragen standen im Text, den ich immer sehr gewissenhaft gelernt habe. Naja, die Antworten auf meine Fragen werden Ihnen sicher nicht schwerer fallen. Kennen Sie eine Frau, Elisabeth Stein? Genannt wird sie allerdings Lissi. Lissi. Ja, sogar sehr gut. Warum fragen Sie? Ja, schauen Sie, Frau Stein ist eine Obdachlose. Sie ist, nennen wir es ruhig beim Namen, eine Stadtstreicherin. Sprechen wir nun von derselben Person? Ja. Sie ist wohnungslos. Ja, diese Frau, die ist gestern gegen Mitternacht im Warteraum des Hauptbahnhofes ermordet worden. Ermordet? Ja, er wird, ja. Da sind wir also jetzt in eine Mordgeschichte geraten. Du, meine Liebe, bist in eine Mordgeschichte geraten. Und wie kommen Sie auf meine Frau? Nun, ein Bekannter von Frau Stein, Herr Wessel, kennen Sie ihn? Ja, ja, ich kenne ihn. Er hat mir Ihren Namen genannt und auch gesagt, dass Sie ihr Geld gegeben haben. Ja. Und dass Sie sie tagelang, nächtelang begleitet haben. Nächtelang ist ein bisschen übertrieben. Eine Filmsache. Hm. Es sollte ein Film gedreht werden in diesem Milieu. Man wollte Realitäten kennenlernen. Und das ist ja jetzt wohl eine. Mord ist aber nichts Besonderes in diesem Milieu. Nein, in solchen Kreisen kommt er sehr selten vor. Ich habe mir schon gedacht, dass Ihre Bekanntschaft mit Frau Stein irgendetwas mit Ihrem Beruf zu tun haben muss. Wissen Sie, wer der Mörder ist? Leider nein. Sie selbst, Sie haben keine Vermutung, was den Täter betrifft? Ihre Fragen sind ausreichend beantwortet. Ja, ausreichend. Ja. Ich danke Ihnen sehr. Vielen Dank. Auf Wiedersehen. Wiedersehen, Frau Wegener. Ich kann einfach nicht verstehen, dass die Wegener eine Pennerin spielen soll. Ich meine, wer kommt denn auf so eine Schnapsidee? Irgendjemand wird sich schon was dabei gedacht haben, nicht? Ja gut, aber ich meine, dass sie da mitmacht. Die muss doch selber sehen, dass Welten liegen zwischen der Lissi und ihr. Ich weiß, die kommt ja nicht mal durch eine Tür, wenn ihr die nicht einer auffällt, ja. Aber als sie von dem Mord erfuhr, hat sie reagiert wie ein ganz normaler Mensch. Sie war tief betroffen. Natürlich, natürlich, ich... Es interessiert mich natürlich auch, warum sie sich so in die Sache reinkniet. Sie werden am Telefon verlangt, gnädige Frau. Hm? Danke. Der Herr von der Polizei hat noch eine Frage an dich. Ja, Wegener? Sag ihm, dass wir zum Essen verabredet sind, das soll sich kurz fassen. Ja? Ja, hier ist Derek. Guten Tag, Frau Wegener. Ich möchte noch mal auf unser Gespräch zurückkommen. Sie bestätigten mir doch die Aussage des Zeugen Wessel. Der Angabe, er habe Sie zusammen mit Lise Stein da in diesem Warteraum gesehen, wo Lise Stein dann später ermordet wurde. Ja. Waren Sie auch nachts dort? Ja. Kann ich das so verstehen, dass Sie dort
dort regelrecht übernachtet haben. Hören Sie, darüber ist doch schon gesprochen worden. Ja, ja, ich möchte doch nur wissen, wann Ihre Gattin zum letzten Mal dort war. Wann? Moment. Wenn wir wissen, wann du das letzte Mal dort übernachtet hast, musste das zur Sprache kommen. Also wann? Das letzte Mal. Hallo, Frau Wegener. Ja, das war vor 5 oder 6 Tagen. Es war ziemlich kalt, ein eisiger Wind und wir wollten in einem Waggon übernachten. In einem Eisenbahnwaggon? Ja, auf dem Bahngelände, aber man hatte uns fortgejagt. Da sind wir in die Bahnhofshalle gegangen. Ich verstehe das nicht. Das nehmen Sie alles auf sich für einen Film, der doch noch gar nicht gedreht wird. Ja, er ist in Vorbereitung. Und Sie sollen in diesem Film eine Stadtstreicherin spielen? Eine sehr interessante Rolle. Worum geht's da in dem Film? Ja, ist denn das so wichtig? Für unsere Ermittlungen ist alles wichtig, entschuldigen Sie. Erzähl ihm nichts von dem Film. Du bist dazu gar nicht befugt. Ich darf über den Inhalt des Films nichts sagen. Das ist Sache des Autors. Wir treffen uns jetzt mit ihm. Ich werde ihm sagen, dass Sie sich für die Story interessieren. Das ist sehr nett. Vielen Dank. Sagen Sie bitte, Frau Wegener. Auf Wiederhören. Aufgelegt. Danke. Hm. Seid ihr ja. Seid mir nicht böse, aber ich habe mir schon einen Campari bestellt. Du siehst hinreißend aus. Und ich bin wie immer hingerissen. Kommt, setzt euch. Okay. Lotte, hierhin. Ich möchte dich ansehen können, bitte. Erstmal guten Tag. Ja. Ja, und ich entdecke einen tragischen Zug. Ist das richtig? Du weißt, was passiert ist. Lissy ist tot. Du weißt, dass sie ermordet wurde. Ja, ich weiß. Schade, dass ich sie nicht gesehen habe. Dass du sie nicht gesehen hast? Hm. Du meinst tot? Ja. Dieser miese Warteraum, die gelben Holzbänke, der Boden, auf dem der Unrat des Tages liegt. Und dann ein Bündel Mensch. Plötzlich selber Unrat, Abfall. Ja, entschuldige, ich lebe von Bildern. Ich werde von Bildern überfallen und jedes dieser Bilder behauptet, wahr zu sein. Herr Holt. Kannst du dir vorstellen, wer sie umgebracht hat? Das weiß ich. Das Leben. Nimm dir erst mal die Karte. Danke. Okay. Danke. Man wird vom Leben umgebracht. Die Frau wurde erwürgt. Was viel wichtiger ist, die Kriminalpolizei war bei uns. War sie? Ja, sie wollen wissen, was Lotte mit dieser Frau zu tun hat. Und woher wissen die, dass da eine Beziehung besteht? Wessel hat das ausgesagt. Wessel? Ich habe gar nicht gewusst, dass der überhaupt reden kann. Die Polizei will wissen, worum es in dem Film geht. Und? Hast du es ihnen erzählt? Ich habe gesagt, dass du das tust. Du kennst doch die Geschichte. Vielleicht hätte ich was Falsches gesagt. Die Geschichte kann man doch gar nicht falsch erzählen. Aber gut, ich erzähle sie. Wem? Dem Kommissar, der uns besucht hat. Sie rein, Sie können gleich eine Schadensmeldung aufnehmen. Sie sind doch von der Polizei. Ja. Herr Derrick. Mein Name ist Derrick, ja. Das ist mein Mitarbeiter, Klein, Muskotter Kugel. Ja, das hat mir mein Architekt als Szenenbild für einen Dialog über Seelenwanderung angedient. Sie werden verstehen, wenn ich etwas verstört oder gesagt habe. Tja, was kann ich für Sie tun? Ja, wir möchten sehr gerne etwas über das Thema des Films erfahren, in dem Frau Wegener spielen soll. Sie, naja, sind doch der Autor, ne? Ja, der Regisseur, falls es zu den Dreharbeiten überhaupt noch kommt. So, Frau Wegener hat sehr viel Zeit mit obdachlosen Stadtstreichern verbracht, um sich auf den Film vorzubereiten, verstehen Sie? Hm. Schwer vorzustellen. Eiskalte Nächte auf dem Bahngelände. Ja, und nicht nur da, obwohl ein schönes Motiv. Die Gleise, die Waggons, kaltes Licht, Schnee, der fällt, vom Wind getrieben. Kein schöner Schnee, böser Schnee. Falls Sie sich darunter was vorstellen können. Können Sie? Chivago, das geht unter die Haut.
Gut, ich werde Ihnen sagen, was meine Idee war. Doch zuerst, welchen Eindruck haben Sie von Lotte Wegener? Tja, wieso? Was wollen Sie da hören? Na kommen Sie, Sie werden nur einen Eindruck haben. Ich werde Ihnen sagen, was für einen. Sie ist schön, geistreich, belesen, berühmt. Eine Frau, die in ihrem Leben alles geschafft hat, dank ihrer Begabung, ihrer Energie, ihres unermüdlichen Fleißes. Das jedenfalls lesen Sie in der Zeitung, in der Regenbogenpresse über Sie. Ja, da bin ich nicht so gut orientiert. Diese Frau ist leer. Wie ein Glas Wasser, das man ausgetrunken hat. Sie finden sie auf jeder Party. Sehen und gesehen werden. Nein, von sehen ist schon gar nicht mehr die Rede. Nur noch gesehen werden. Ich habe mir diese Frau vorgenommen. Ich hatte viel über sie gehört. Zunächst hatte ich das Gefühl, dass sie spielte. Eine Rolle. Oder sich selber, was ja die meisten tun, sofern sie glauben, zu wissen, wer sie sind. Ein Schauspiel, in dem jeder sich selber aufführt. Immer wieder nur sich selber. Wie er sich auch dreht und wendet, er kehrt immer das Beste nach außen. Jedenfalls das, was er dafür hält. Und man badet in Belanglosigkeit. Warten Sie, ich stelle Ihnen meine Frau vor. Entschuldigung. Das ist Herr Kubik, meine Liebe. Du wirst sicher von ihm gehört haben. Gnädige Frau? Aber natürlich. Autor, Regisseur. Ich habe zwar nicht alles gelesen und gesehen, was Sie geschrieben und inszeniert haben, aber sehr viel gehört. Man erwähnt Ihren Namen mit großem Respekt. Mit Respekt, tatsächlich. Seien Sie doch nicht so bescheiden. Man sagt mir, Sie neigen sowieso nicht dazu. Man sagt, Sie seien... Hilf mir doch mal, was sagt man? Was man sagt? Ja, man sagt, dass Sie etwas ganz Neues vertreten. Also bitte korrigieren Sie mich, wenn ich etwas Falsches sage. Einen ganz neuen Stil. Man sagt, Sie seien der kommende Mann. Sie redete nur dummes Zeug. Und ich wunderte mich, wie sie es schaffte, jedem, aber auch wirklich jedem Gedanken aus dem Weg zu gehen. Ja, und ich sagte zu ihr, ich höre Ihnen jetzt seit einer halben Stunde zu. Was führen Sie mir eigentlich vor? Ich führe Ihnen was vor? Ja, Sie führen mir etwas vor. Und? Was führe ich Ihnen vor? Entschuldigen Sie, ich will Sie nicht kränken, vergessen Sie es. Nein. Was führe ich Ihnen vor? Ihre Oberfläche, nur die. Und? Die genügt Ihnen nicht? Nein, was ist drunter? Unter dem Lack. Ist das hohl? Nur Form? Unter der Hülle nur die nächste? Anders vielleicht, aber auch wieder nur die Hülle. Wo ist das Leben, Herrgott, nochmal? Da sind Sie eine Frau, die vom Leben verlassen wurde. Vom Leben verlassen. Kommen Sie jetzt mal auf den Film zu sprechen. Gleich, sofort. Ihr Mann hatte uns allein gelassen. Sie hatte lange keinen Film mehr gehabt, war ein bisschen in Vergessenheit geraten und hat sicher gedacht, lass die beiden mal allein. Hoffentlich verstehen Sie sich. Vielleicht springt dabei eine Rolle für Sie raus. Eine gute, denn die braucht sie. Und die haben Sie ihr geschrieben? Ja. Aber dafür musste ich einen ganzen Stoff konzipieren. Zunächst waren das nur gegensätzliche Bilder. Ihre hohle Welt der Angepasstheit, des schalen Wohllebens im Kontrast zum Milieu der Obdachlosen, der Entwurzelten. Ja, aber das gab es schon tausendmal. Das führte zu nichts. Aber dann, als ich mit ihr im Bett, das heißt, als sie mich im Bett hatte, denn sie ließ nichts unversucht, um mir zu beweisen, dass sie nicht nur ein Abziehbild des Lebens sei, hatte ich eine faszinierende Idee. Mord! Mord! Das ist die Idee! Gott sei Dank ist das nur eine Idee. Ich dachte schon, du willst mich umbringen. Nein, du musst jemanden umbringen. Du musst mit einem Mord deiner Belanglosigkeit ein Ende setzen. Die unerträgliche Leere deines Lebens wieder mit einem Schicksal erfüllen. Und Mord ist die stärkste Form des Schicksals, des Opfers wie des Täters. Aber ich kann doch niemand umbringen. Ich kann mir das nicht vorstellen. Ja, du kannst dir gar nichts vorstellen, das hast du mir eben bewiesen. Deshalb werde ich dich mit der Realität konfrontieren. Welche Realität? Der gegenteiligen. Wir steigen hinab in die Unterwelt und wir werden eine Frau finden, die das Gegenteil ist. Das Gegenteil von dir. Du meinst irgendeine Nutte? Du bist doch nicht das Gegenteil von einer Nutte. Also jetzt gehst du entschieden zu weit. Die Wahrheit liegt jenseits der Konvention. Du bist gemein. Und du bist auf mich angewiesen. Ich schreibe dir die Rolle deines Lebens. Deines Lebens. Und wir suchen uns das Opfer. Lissy Stein. Ja, Herr Kommissar.
Aber wir sprechen von einer Filmidee. Na ja, darüber sind wir uns schon im Klaren. Wann haben Sie Lissy Stein kennengelernt? Vor 2 Monaten. Waren Sie allein? Nein, nein, wir waren eine kleine Gesellschaft. Ich weiß nicht mehr, was gefeiert wurde. Ein Geburtstag, ein Jubiläum, eine Firmengründung oder eine Pleite. Jedenfalls, Frau Wegeners Mann war nicht dabei. Er war ein paar Tage in der Klinik, hatte irgendwas am Kiefer oder an der Kniescheibe. Ich dachte, das sei eine günstige Gelegenheit für einen ersten Abstecher in die andere Welt. Ich hatte einfach zu einem Tapetenwechsel aufgerufen, alle auf ein anderes Lokal, neugierig gemacht. Und wir waren losgezogen. Was ist es? Leute, du musst es nicht glauben, aber wir sind da. Ja, das ist Hinterlist. Hallo! Kommt rein, kommt rein. Guck mal wieder. Ich hab's Ihnen gesagt, ich komme wieder und bringe Leute. Da sind Sie, jetzt steigt der Umsatz. Kinder, haltet eure Sachen fest. Haben Sie Champagner? Kaum was, aber Whisky. Stellen Sie mal Flaschen auf die Theke und genügend Gläser. Es sind alle eingeladen, auch die Leidensgenossen, die hier rumsitzen, sind eingeladen. Ja, bewegt euch mal ein bisschen. Hi. Ja, was sagst du? Mach ein bisschen Musik. Siehst toll hier. Ja. Und versucht euer Glück. Kommen Sie an die Theke. Habe die Ehre. Der Whisky fließt, Sie sind eingeladen. Schau dir die da an. Penner, Bettler und Trinker, was du willst. Schrecklich. Ja, aber stell dir vor, die da ist deine Gegenspielerin. Die andere, die alles ist, was du nicht bist. Geschlagen, verfolgt, hungrig, verlassen und verloren. Vom Schicksal erdrückt. Von zu viel Schicksal buchstäblich erdrückt. Komm mit. Darf man sich dazu setzen? Das ist Lotte, Lotte Wegener. Sie sollten sich kennenlernen. Wie heißen Sie? Das ist Lissy. Ganz einfach Lissy. Lissy. Lissy, das ist Lotte. Komm, Lotte, setz dich. Das ist Lissy. Mehr passierte in der Nacht nicht. Lotte widersetzte sich. Eine ganz natürliche Reaktion. Sie sträubte sich, mit dieser anderen Welt in Berührung zu kommen, weil sie sie in Frage stellte. Sie verteidigte den Platz, den sie sich erobert hatte. Den niemand verlieren will. Abscheu ist eine ganz natürliche Reaktion. Abscheu verhindert, dass man sich in Frage stellt. Wie leicht könnte man sein Gleichgewicht verlieren? Und mit dem Gleichgewicht schützt man sich vor Abgründen. Wie heißt das Lokal, in dem die beiden Frauen sich kennengelernt haben? Die Kneipe zum Silbermond. Mhm. Und wissen Sie, wie viel Geld die Wegener der Lissy Stein so insgesamt gegeben hat? Das entzieht sich meiner Kenntnis. Nur ungefähr. 300-400 Mark, ich weiß nicht, kann auch mehr gewesen sein. Ihr Verhältnis zu Lissy verändert es sich sehr. Mhm. Vielen Dank. Wir werden Ihre Hilfe sicher noch benötigen. Wir melden uns. Ja, adieu. Entschuldigen Sie, ich möchte ja nicht aufdringlich sein, aber ich habe einen Neffen, der würde sich irrsinnig über ein Autogramm freuen. Von mir? Ja. Das müsste Zufall sein, aber kommen Sie. Da freut er sich riesig, der ist 11, ne? Sie haben Glück. Hier ist noch sowas wie ein Bild. Wenn Sie für Markus schreiben, mit Datum bitte. Ich dachte schon, Sie brauchen es für Ihre Verbrecherkartei. Also ein bisschen Privatleben sollte man sich schon noch erhalten. Vielen Dank. Und toi, toi? Toi! Sag mal, ist der Mann noch normal? So normal wie ein Mord, den man begeht, um zu einem Schicksal zu kommen. Das ist eher ein etwas seltsames Motiv. Aber die Wegener, also bei der Wegener könnte ich mir das gut vorstellen, so wie er sie beschreibt. Sprichst du jetzt vom Film oder vom Leben? Also im Moment kann ich da keinen Unterschied feststellen. Kubek verwechselt das auch gern. Aber die Lissy ist wirklich tot. Eben. Und vielleicht nur, weil sie Geld in der Tasche hatte. Das, was Wessel uns gegeben hat, muss ja nicht alles gewesen sein. Keine Ahnung, wo der Wessel steckt. Und wann war der zum letzten Mal hier? Ja, vielleicht geht's ein bisschen genauer. Keine Ahnung. Aber Sie kennen ihn? Kennen. Und bei dieser Dame fällt Ihnen auch nichts ein? Was soll mir dazu einfallen?
Na, zum Beispiel, dass hier in Ihrem Laden ein Foto gemacht wurde mit Ihrem Lissi. Das dann in der Presse veröffentlicht wurde, passiert doch nicht alle Tage. Ne? Ich habe ja nicht gesagt, dass das hier nicht gemacht wurde. Na, ist richtig, ja. Hm. Sie haben aber auch nicht gesagt, dass dieser Mann da eines Nachts mit der ganzen Gesellschaft hier auftauchte und die beiden Frauen miteinander bekannt machte. Haben Sie auch nicht gesagt. Ja, stimmt. Und wer ist das hier? Hier. Der Mann auf dem Foto, hier in der Mitte. Hm? Jetzt sagen Sie bloß nicht, Sie wissen nicht, wie der heißt. Arthur. Mehr weiß ich auch nicht. Das sehen Sie. Das ist doch schon mal was. Ist der oft hier? Ab und zu. Der Wessel kennt den besser. Der war mit Listen. Was? War was, bitte? Sie trafen sich halt und auch mit dem Wessel. Ach, Quatsch. Scharf war der auf die Lotte. Was, auf die Wegner? Ja, scharf wie ein Rasiermesser. Aber notfalls. Notfalls, hat er gesagt, wäre auch mit ihrem Geld zufrieden. Jetzt kriege ich aber einen. Du hast genug. Ganz klein, Herr Kommissar. Also gut. So klein? Also, wo ist der Arthur jetzt? Der ist weg. Wann haben Sie ihn zum letzten Mal gesehen? Ja, an dem Abend. Na, an welchem Abend? Noch einen kleinen. Später. Versprochen? Versprochen. Also, an welchem Abend? Wo in der Nacht der Lissi die Luft wegblieb. Wo war denn da der Arthur? Ja, hier. Du bist ja betrunken. Ja, Gott sei Dank. Und das weiß ich deshalb so genau, weil er einen großen Koffer mit sich hatte. Jetzt kriege ich aber einen. Erst Geld. Was war mit dem Koffer? Erst kriege ich noch einen. Die kocht sie doch ab, bloß um zu einem Schnaps zu kommen. Erzählt ihn doch im Himmel des Jahrmarkt. Ja, das ist uns der Jahrmarkt wert. Also, was war in dem Koffer? Der Koffer. Der war schwer. Was habe ich Ihnen gesagt? Wo ist Bessel? Da gibt's viele Möglichkeiten. Wo ist er? Könnte ich Ihnen zeigen. Harry, wir nehmen Sie mit. Darf ich das Foto mitnehmen? Dürfen Sie behalten. Sehr freundlich. Schöne Stadtrundfahrt. Können ja an jeder Kreuzung einkippen. Ja. Herr Wessel, können Sie mal kurz aufhören zu spielen? Wer hört jetzt nie? Das ist manchmal so. Dann hört ihr einfach. Ich bin mal von dem Zug überfahren worden, weil er gar nicht gehört hat. Ich muss mit ihm reden. Ist ja gut. Komm, wegen Lissi. Herr Wessel, wir kennen uns schon. Wegen Lissi? Ja. Was ist mit Lissi? Ach so, ja. Herr Wessel, komm. Ich hab da eine Frage an Sie. Wer ist dieser Mann? Hat doch keinen Sinn, Herr Wessel. Wir wissen, dass Sie diesen Mann kennen. Arthur. Arthur, das ist doch schön, das ist immerhin etwas. Und wie weiter? Jetzt sagen Sie nicht wieder Arthur irgendwie. Nein, nicht irgendwie, nur Arthur. Ich habe den Nachnamen nicht vergessen. Ich weiß ihn wirklich nicht. Ich glaube, keiner weiß den. Vielleicht, dass Lissi den gewusst hat. Lissi? Wieso? Kannte Lissi den näher? Von früher, glaube ich. Gesagt hat sie nie was. Hat er sich oft mit Lissi getroffen? Er war viel weg. Aber immer, wenn er da war. In den letzten Tagen vor dem Mord? Da war er oft da mit dem vom Film. Kubek, ne? Ja. Herr Wessel, an dem Tag, an dem Lissi ermordet wurde, haben Sie ihn da gesehen? Nein. Gut. Stefan, also, Sie kennen nur den Vornamen Arthur, ne? Mehr wissen Sie nicht. Ja, komm mal hier. Wir befragen jetzt unseren Computer, vielleicht ist der ein bisschen gescheitert. Dann brauchen wir das Datum, an dem das Foto gemacht wurde, in welchen Zeitungen oder Zeitschriften es veröffentlicht wurde. Und dann fahr doch bitte mal raus zu dem Kubek.
Vielleicht nicht uninteressant, was der zu sagen hat. Ich kümmere mich dann um die Wegener. Hier, auf diesem Foto sieht man den Mann besser. Mhm. Unangenehm, geldgierig, aufdringlich. In einer Form. Also, ich habe Kubek gebeten, mir ihn vom Halse zu halten. Ihm selbst haben Sie das auch gesagt? Nicht so direkt. Warum denn nicht? Ich wollte ihn nicht zum Feind, ich hatte Angst vor ihm. Kubek hat ihm dann Geld gegeben und er hielt sich zurück. Wann haben Sie den Mann zum letzten Mal gesehen, als das Foto gemacht wurde? Das weiß ich nicht so genau. Das Datum müsste hinten drauf stehen. Hm? Ich glaube, es war später. Das Bild wurde dann kurz danach veröffentlicht. Mein Mann hat sich noch fürchterlich aufgeregt, als er aus der Klinik kam. Über das Foto? Also, furchtbar aufgeregt ist sicher übertrieben. Mein Gott, hast du mich jetzt erschreckt. Du bist schon hier. Ja, wie du siehst. Ich habe mich nur darüber geärgert, dass meine Frau sich dazu hergegeben hat, auf diese Weise eine kostenlose Werbung für die Projekte des Herrn Kubek und was weiß ich für Filmfirmen zu machen. Außerdem sieht ihr Publikum sie anders, ganz anders. Ja, hätten Sie denn das Foto wahrscheinlich nicht, aber zumindest die Veröffentlichung des Fotos, hätten Sie es sich verhindern können? Das hätte ich sicher getan, wenn ich davon gewusst hätte. Aber meine Frau glaubt ja, ohne mich rauskommen zu können. 3 Tage, nachdem das Bild in x Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht war, ist diese Pennerin tot. Und wir haben pausenlos die Polizei im Haus. Und das nur, weil meine Frau in diesem Film... Also entschuldigen Sie bitte, Herr Derrick, ich bitte Sie, das mal ernsthaft zu bedenken. Eine Pennerin umzubringen hat in einem Film. Ich habe da eine Frage. Sollte denn in diesem Film die Lissy Stein, sollte die Pennerin selbst spielen? Das müssen Sie schon an Kubek fragen. Heutzutage ist ja alles möglich. Oder weißt du das? Ich weiß da nicht mehr als du. Frau Wegener, wo waren Sie denn Mittwochabend, Mittwochnacht, als Lissy Stein ermordet wurde? Jetzt sagen Sie bloß, Sie wollen ein Alibi von meiner Frau. Es ist meine Pflicht, danach zu fragen. Sie war hier, zu Hause, mit mir. Mit Herrn Kubek und mir. Tut mir leid, dass ich Ihnen keine größere Gesellschaft anbieten kann. Jetzt entschuldigen Sie mich, dass ich meine Zeit nicht pausenlos der Polizei zur Verfügung stellen kann. Zwischen circa 21 und 2 Uhr, eher noch länger, waren wir hier. Wann haben Sie denn diesen Mann hier? Schauen Sie mal, kommen Sie mal her. Diesen Mann da zwischen Ihrer Frau und Lissy. Wann haben Sie den zum letzten Mal gesehen? Den da? Mhm. Den habe ich überhaupt noch nie gesehen. Ich war ja bei diesen Streifzügen nie dabei. Und auf dem Foto ist er mir vorher nicht aufgefallen. Eben weil ich ihn vorher nie gesehen hatte. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigung, ich dachte, es ist was passiert. Oh nein, es ist nichts passiert. Kommen Sie rein. Ich habe ein paar Fragen an Sie. Darf ich? Aber natürlich. Paola steht Ihnen selbstverständlich zur Verfügung. Danke sehr, Paola. Außer an den Wochenenden sind Sie jeden Tag hier? Ja. Mhm. Mittwoch? Letzten Mittwoch? Nein, da hatte ich frei. Ich bin erst am Donnerstagmorgen zurückgekommen. Danke. Danke vielmals. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Arthur. Aber der gehört nicht so recht dazu. Ich würde sagen, der ist schon eher kriminell. Die meisten fürchten sich vor ihn, wollen sich aber nichts anmerken lassen und pushen einfach. Entschuldigen Sie, das könnte wichtig sein. Kubek? Ach, gut, dass Sie da sind. Wegener. Die Polizei ist schon wieder bei uns. Ich spreche von einer Zelle aus. Man kommt sich ja schon langsam vor, wir Verbrecher. Bei Ihnen kann doch niemand mithören. Nein, nein. Allerdings habe ich Besuch. Ich verstehe nicht, Herr... Keinen Namen. Es muss niemand wissen, dass Sie mit mir sprechen. Jetzt verlangt der Kommissar ein Alibi von Lotte. Also ich habe mich so aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich war in der Nacht, als der Mord geschah, mit ihr bei uns zu Hause. Aber da das mit Ehepaaren so eine Sache ist, habe ich gesagt, Sie waren bei uns. Bei Ihnen? Ich habe gesagt, von... ungefähr 21 Uhr bis 2 Uhr oder noch länger. Die werden Sie garantiert fragen. Und wenn Sie dann
Ja, ja, geht in Ordnung. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Sie können sich voll und ganz auf mich verlassen. Gut. Das muss endlich mal ein Ende nehmen, dieser ganze Unsinn mit der Polizei. Wiederhören. Man sollte diesen Klingelkasten wirklich abstellen, wenn man ernsthaft arbeiten will. Ich werde es jetzt auch nicht mehr länger stören. Ja. Aber hören Sie, dem Arthur, also dieser Spur, sollte man wirklich nachgehen. Nur der Vollständigkeit halber, wo waren Sie eigentlich zum Zeitpunkt des Mordes? Bei Wegeners. Nein, Moment. Doch, doch, natürlich, bei Wegeners. Ich dachte nämlich noch daran, als ich von dem Mord erfuhr, dass wir, während das geschah, zusammensaßen und ich versuchte, Lotte wieder mal klarzumachen, dass der Mörder, indem er gegen das Prinzip der Ethik verstößt, sich mit einem Schicksal belädt, dem er nicht mehr entrinnen kann. Nie mehr entrinnen kann. So wenig wie der Ermordete. Ja, Sie erwägen doch hoffentlich nicht einmal im Spaß, dass ich... Im Spaß? Ja, dass ich... Also, wie heißt das bei Ihnen? Ich meine, ich habe doch überhaupt kein Motiv. Ja, es sei denn nach dem Motto, jedes Schicksal ist besser als gar keins. Ich gebe es zu. Am Anfang fand ich alles abstoßend. Aber dann, als ich anfing zu entdecken, dass sie nicht immer so gewesen war, dass das Leben sie zu dem gemacht hatte, da fing ich an nachzudenken, was mir alles zustoßen müsste, damit ich so werden würde wie sie. Wir hatten uns inzwischen öfters gesehen. Da wollte ich ihr helfen. Ich wollte, dass es ihr gut gehen sollte. Ja, ein Schnäpschen, die Damen. Oder Grog. Kann sofort serviert werden. Eine Runde könnte das Leben retten. Zunächst mal. Bankpolitik, Scheiße! Was? Kommt gar keiner. Ich wollte nur, dass ihr los seid. Jetzt ist er weg mit dem Geld. Mist. Hauptsache, er ist weg. Der hat Dreck am Stecken, sonst wäre er nicht so getürmt. Ich habe einen ganz trockenen Hals. Herr Wessel besorgt uns was. Mach ich. Komm aber nicht mit Brötchen, ja? Vielleicht Suppe? Hab keinen Löffel. Braucht keine, hat alles hinter sich. Ist das nicht schrecklich? Schrecklich ist nur, was man vor sich hat. Es kann doch aber auch was sehr Schönes sein. Schönes? Was? Da kommt das Schöne. Es tut uns leid, dass Sie belästigt worden sind. Verschwinde in die Hofzimmer, hier das Loch sauber ist, komm. Ich fordere Sie auf, diesen Raum sofort zu verlassen. Das hier ist für Reisende gedacht und kein Schlafsaal. Wir mussten raus. Ich konnte doch nicht einfach nach Hause fahren. Ich war empört, aber was sollte ich tun? Ich ging mit Ihnen. Inzwischen war es dunkel geworden. Der Dürre hatte einen abgestellten Zug ausfindig gemacht. Das war keine andere Welt. Das begriff ich, als ich in diesen Zug kletterte. Ich hatte schon empfunden, als wir aus dem Wartesaal vertrieben wurden. Nicht ich und die anderen, wir. Es gibt keine Grenze dazwischen. Es ist eine Welt. Eine und dieselbe Welt. Eng zusammenbleiben. Hier, einpacken. Der Zug kühlt schnell aus. Kalt lassen. So. Bitte. So. Wann war das? Es war an dem Tag, als das Foto von uns in der Zeitung erschien. Am Montag. Am Montag vor dem Mord oder war da noch eine ganze Woche dazwischen? Nein, nein. Am Montag, bevor Lisi umgebracht wurde. Ja, sind Sie ganz sicher, ja? Ja, ich habe sie ja danach nicht mehr gesehen. Ich konnte mir gar nicht vorstellen, dass sie einen Beruf hatte. Sie war Zahntechnikerin.
hat ein eigenes kleines Labor. Sie lebte mit einem Mann zusammen und hatte ein Kind von ihm. Als er endlich geschieden wurde und sie heiraten konnten, kam das Kind bei einem Unfall auf der Straße ums Leben. Das Gericht sprach den Mann schuldig wegen Verletzung der Aufsichtspflicht. Mit den jetzt auftretenden Spannungen war Lissi einfach nicht mehr gewachsen. Sie begann zu trinken. Und da sie es war, die das Geld verdiente, geriet alles außer Kontrolle. Dann nahm sie ihre ganze Kraft zusammen und machte eine Entziehungskur und kam trocken aus dem Sanatorium zurück. Ein wunderbarer Anfang. Sie dachte, sie hat es geschafft. Ja, aber da begann der Albtraum. Ich kam aus dem Labor. War ganz lieb. Und plötzlich machte eine Flasche Champagner auf. Ja, das ist doch gar kein Alkohol. Das ist doch Quatsch. Und ist so längst vorbei. Er hatte früher überhaupt nie getrunken. Plötzlich machte er eine Flasche Champagner auf. Ich wollte. Das ist ja alles hinter dir, du musst ja nur wissen, wann du aufhörst. Ich wusste ganz genau, wenn ich rückfällig werde, dann ist alles vorbei. Du trinkst ja wieder. Säufst ja wieder. Er wollte mich loswerden. Er hatte nämlich eine andere und ich musste schuld sein. Ja, Schutz sein, weil er wollte mich ja loswerden. Er hatte ja eine andere. Wir hätten Ihnen erlauben, diesen Wagen zu sein. Raus hier. Kommt, bewegt euch. Bitte. Was machen Sie denn hier? Raus. Los, ihr wollt doch nicht, dass ich die Polizei hole, oder? Hey, du. Bist du taub? Lass ihn! Los, raus jetzt! Bewegt euch! Bewegt euch! Haben Sie Lissi dann in der Nacht Geld gegeben? Ja. Ich habe es ihr heimlich zugesteckt, in dem Beutel, den sie immer bei sich trug. Wie viel? 800 Mark. Ich wollte sie überreden, dass sie sich ein Hotelzimmer nimmt. Aber dann kam ja alles anders. Diesen Arthur, den haben Sie in der Nacht nicht gesehen? Nein, nein. Nicht mehr, nachdem er den Wartesaal verlassen hat. Gut, danke. Ach, Frau Wegener, könnte ich mir hier vielleicht ein paar Fotos mitnehmen? Aber natürlich, nehmen Sie, was Sie brauchen. Bekommen Sie mit Sicherheit zurück. Hier, ja. Stecken Sie sie da rein. Das ist sehr nett von Ihnen, aber ich will Sie jetzt nicht länger aufhalten. Ich bring Sie noch was. Oh, das ist nett. Danke sehr. Vielen Dank. Frau Wegener, wissen Sie, wann Lissi Stein wieder rückfällig wurde? Und ihr Lebensgefährte sie verließ? Vor etwa 10 Jahren. Der Mann muss ja ein Monster gewesen sein. Sie sind immer noch hier. Ja. Kommen Sie wenigstens in den Genuss, mich gehen zu sehen. Tschüss. Unmöglich. Was hat er denn so lange hier gemacht? So lange war das gar nicht. Sie sind hinter diesem Arthur her. Tja. Warum hast du eigentlich gesagt, dass wir hier am Mittwoch zusammen waren, Kubek, du und ich? Ich kann mir nicht denken, dass es dir nicht recht ist. Und Herrn Kubek auch. Na, das ist doch fabelhaft. Ich
meine, wenn der sowieso Stammkunde bei euch ist, dann werdet ihr ihn schon finden. Gut, also wir bräuchten ihn dringend. Ja, wo war Kubek in der Mordnacht? Bei den Wegeners. Bei ihm und bei ihr in der Zeit von... Ich sag's dir, von 21 Uhr bis 2 Uhr nachts, eher aber noch länger, nicht? Stimmt. Ja. Arthurs Vorstrafenregister weiß von Diebstählen über Autoeinbrüche so ziemlich alles auf, was es gibt. Allerdings auch Körperverletzungen in 2 Fällen. Er wird gesucht. Großartig. Kompliment, Harry. Du bist unbezahlbar. Also hier sind die Daten von Lotte Wegener und ihrem Mann. Und dasselbe von Kubek mit sämtlichen wichtigen Filmen. Gut. Harry. Ja? Wenn du mich nach Hause fährst, dann erzähle ich dir auf der Fahrt, was die Wegener mir von der Lissi Stein erzählt hat. Und wenn ich dich nicht fahre? Dann erzähle ich es dir hier. Ich fahre dich. Polizei! Sie sind vorläufig festgenommen, Herr Schabrowski. Herr Schabrowski? Aber der bin ich nicht. Macht nichts. Auf den Namen kommt diesmal nicht so an. Aber Ihren Pappkarton, den hätten wir gerne noch mitgenommen. Was denn für ein Pappkarton? Na, den da. Gut. Alles klar. Das kriegen wir dann noch schriftlich. Danke. Lissi Stein ist erwürgt worden. Der Befund ist eindeutig. Um ca. 23 Uhr ist der Tod angetreten. Also ungefähr eine Stunde, bevor der Bahnbeamte sie fand. Klein? Ja, das klappt ja wunderbar. Gut, danke. Arthur ist auf dem Weg zu uns. Arthur? Dieser Wessel ist da, will noch was sagen, aber nicht mir. Er soll warten, setz ihn auf die Heizung. Der friert immer. Das ist doch wirklich eigenartig. Sag mal, Harry, die Wegener, die heißt doch immer schon Wegener. Naja, nie anders, oder? Solange man sie kennt. Ich möchte nicht unscharmant sein, aber seit 30 Jahren sicher. Ja, bitte? Morgen. Herr Kommissar. Guten Morgen. Mit dem Pappkarton habe ich nichts zu tun. Und festgenommen haben die Michael Schabowski. Aber der bin ich nicht. Aber Arthur, der sind Sie. Arthur reicht doch nicht, um einen aufs Präsidium zu schleppen. Doch, Arthur reicht. Was ist denn ein Pappkarton? Modeschmuck, Textilien, wahrscheinlich Diebesgut. Mhm. Interessiert mich nicht. Nehmen Sie Platz. Ja, wieso? Dann kann ich ja wieder gehen. Nee, setzen, hinsetzen. Also, wo waren Sie am vergangenen Mittwoch? So ungefähr um Mitternacht. Mittwoch? Mittwoch. Um Mitternacht? Mitternacht. Präziser, so zwischen 22 Uhr und Mitternacht. Ich verstehe, Sie fragen wegen Lissi. Die wurde doch Mittwochnacht umgebracht. Ja, genau in der Zeit, ja. Da muss ich Sie leider schwer enttäuschen, Herr Kommissar. Um 9:30, also 21.30 Uhr, ziemlich genau, war ich am Hauptbahnhof. Ah, was? Ist doch gar nicht uninteressant. Ja, bis Mitternacht. Ich habe sogar noch auf die Uhr gesehen, die bei den Gleisen. Beim Wartesaal bin ich gar nicht gewesen. Wo denn? In der Revierstube. Bahnpolizei. Im Hauptbahnhof. habe ich das nicht schon gesagt? Nein, das hatten Sie noch nicht gesagt. Nein, nein. Die hatten mich doch tatsächlich festgenommen, weil ich angeblich gestohlenes Zeug... Ach, ja. Teufel. Ja, aber das interessiert Sie Platz, ja nicht. Platz. Bleiben Sie sitzen. Komm, setzen Sie sich. Bei der Bahnpolizei. Das check ich mal. Lohmeier oder Müller heißt der Typ, der mich da festgenommen hat. Tja, aber den Wessel habe ich gesehen. Also, Sie kennen doch den Wessel. Ja, den kenne ich. Wo haben Sie den gesehen? Ja, an der Treppe, nach oben, wo es rauf geht zum Wartesaal. Hat der Sie auch gesehen? Tja, das weiß ich nicht. Der war bei euch. Die ganze Zeit? Und das habt ihr auch im Protokoll festgehalten. Hat aber Schwein gehabt. Gut, danke. Ich habe was nicht gesagt in Ihrem Büro damals. Was haben Sie nicht gesagt? Ich habe Arthur gesehen. In der Nacht auf dem Bahnhof. Wann war das? Bevor ich hinaufgegangen bin, in den Wartesaal. Aber ich glaube, er hat mich nicht gesehen.
Kommen Sie, wir fragen ihn. Ist er da? Ja, nebenan. Lieber nicht. Ja, kommen lieber Sie. Nicht. Na, wie sieht's aus? Das Alibi stimmt. Die Kollegen von der Bahnpolizei haben es bestätigt. Na, was habe ich gesagt? Ich bin bei denen gemütlich auf der Bude gehockt und habe im Fenster rausgesehen. Und jetzt geht's dem Wessel ankragen? Ich habe doch mit dem Mord nichts zu tun. Ich doch nicht. Ich auch nicht. Moment mal hier. Aber ich kann es beweisen. Streit haben Sie das vielleicht, hä? Arthur, als Sie so gemütlich bei der Bahnpolizei herumsaßen und so entspannt aus dem Fenster schauten, was sieht man da? Ja, ein ganzes Stück vom Vorplatz, von den Gleisen, bis zur Treppe. Haben Sie den Mann da gesehen? Den? Den Spinner, den Kubek? Nee. Lotte Wegner? Nee, der habe ich schon eine ganze Weile nicht mehr gesehen. Der war da. Den habe ich gesehen. Zweimal. Wer ist denn das? Der Name spielt jetzt keine Rolle. Wann das erste Mal, wann das zweite Mal? Harry, tu mir gefallen. Geh mit Wessel so lange ins andere Büro. Ich ruf dich dann, ja? Also, wann das erste Mal? Zuerst habe ich noch mit denen rumgestritten. So um 11. Vor 11. Und zum zweiten Mal? 23.16 Uhr, da kommt der Intercity aus Frankfurt an, genau da. Er kam von der Treppe, es war nicht viel los an dem Abend. Der ist direkt in einen Kofferkuli reingerannt. Harry soll bitte mit Wessel reinkommen und Berger soll gleich mitkommen, ja? Gut, danke. Na, Herr Wessel, sagen Sie mir, haben Sie eigentlich an dem fraglichen Abend Frau Wegner auf dem Bahnhof gesehen? Nein. Na, haben Sie diesen Herrn gesehen? Kubek. Nein, hätte ich ja gesagt. Mhm. Kennen Sie diesen Herrn? Nein, aber... Was aber? Ich habe ihn auf dem Bahnhof gesehen. Er lief direkt in seinem Wagen für Gepäck, den er nicht gesehen hatte. Wann haben Sie ihn gesehen? Ich kam erst um Mitternacht. Ja, das haben Sie ausgesagt. Aber dieser Mann lief exakt um 23.16 Uhr in den Wagen. Sie waren also schon zur Mordzeit auf dem Bahnhof. Aber... Was aber? Wenn Sie schon unschuldig sind, warum lügen Sie dann? Willi, behalt die beiden zur Sicherheit hier. Keine Kontakte, keine Telefonate. Komm, Harry. Nur weil die Wegener, solange man sie kennt, schon Wegener heißt. Das ist kein Doppelname, nichts. Bildet man sich automatisch ein, dass sie auch schon ewig verheiratet sein muss. Noch keine 8 Jahre. Das ist. Passt ja genau. Wer kann denn noch ahnen, dass er ihren Namen angenommen hat? Grüß Gott. Grüß Gott. Einen Augenblick bitte. Ja. Aber meine Herren, schon wieder? Ja, Herr Wegener. Und wir müssen Sie bitten, uns zu begleiten. Ich beschuldige Sie des Mordes an Lizzie Stein. Sie sind vorläufig festgenommen. Ja. Und warum glauben Sie, hätte ich das tun sollen? Na, weil Sie unbedingt verhindern wollten, dass Lizzie Stein ihrer Frau oder vielleicht sogar der Presse ihre Lebensgeschichte erzählt. Denn als Sie das Foto der beiden Frauen in der Zeitung sahen, da wussten Sie, dass diese Pennerin, Lizzie Stein war, nicht wahr? Sie haben dieser Frau, haben sie übel mitgespielt, wirklich. Du warst dieser Mann? Unsinn. Sie kamen aus der Klinik sofort hierher und suchten Lizzie. Und am Mittwoch in der Nacht gegen 23 Uhr haben Sie sie dann gefunden, und zwar im Hauptbahnhof. Ich war hier. Zwei Zeugen haben Sie unabhängig voneinander am Tatort gesehen. Meine Frau und Herr Kubek waren hier mit mir. Glauben Sie, die lügen? Weil sich keiner von den beiden vorstellen konnte, dass Sie ein Mörder sein können. Und außerdem dieses Dreier-Alibi, das sollte ja wohl auch die intime Beziehung Ihrer Frau zu Kubek ein bisschen vertuschen, nicht wahr? Allen war damit gedient. Ihnen aber am meisten. Das
Deshalb hast du gesagt, wir seien hier zusammen gewesen? Deshalb? Es ist sinnlos zu leugnen. Sie haben sie getötet. Ich habe sie nicht gewollt. Ich habe sie nicht gesucht, um sie zu töten. Oh mein Gott. Geld. 5.000. Zehn. 15.000, wenn du den Mund hältst. Aber ich muss sicher sein. Ich bring dich in eine andere Stadt. Ich bleib hier. Dir kann es doch egal sein, wo du bist. Was habe ich dir zu verdanken, mein Schicksal? Das kannst du mir nicht abkaufen. Sei doch vernünftig. Es hat uns zusammengeführt, dich, mich und die andere. Keiner von uns dreien kann ihm mehr entgehen, keiner. Du hast sie in diesen Abgrund gestürzt. Deinetwegen. Du hast gemordet. Du hast sie ermordet. Damit uns nicht auseinanderbringt. Uns. Es ging dir doch nur um gutes Leben und um viel Geld. Um möglichst viel Geld. Ging es dir vielleicht um was anderes? Ich hasse dich. Ich hasse dich. Kümmern Sie sich um Frau Wegener, ja? Gehen wir, Herr Wegener.